Einen fantastischen guten Tag und willkommen zur Loot Chest aus Juli 2019. Mich hat zwar keiner darauf hingewiesen, aber die Juni-Box aus 2019, die ist hier gar nicht auf dem Kanal erschienen. Die gibt's aber. Ich habe die Aufnahme gemacht erst im Juli, hab's dann auch hochgeladen und mir gedacht, ach komm ey, die Juni-Box im Juli hochzuladen macht eigentlich auch keinen Sinn. Aber wenn ihr ganz, ganz viel Langeweile habt, dann klickt doch einfach den zweiten Link in der Videobeschreibung, denn da kommt ihr zu diesem Video. Ich stelle das mal als ungelistet online, ja, und dann könnt ihr euch das nur angucken, was ich da so fabriziert habe. War eigentlich ganz cooles Zeug drin, aber wir gucken mal, ob diese Box das toppen kann. Aufmachen, nochmal aufmachen. Wir haben immer dasselbe, dieselben Dimensionen, was die Größe angeht, aber es ist immer was anderes drin. Letztes Mal auch total cooles Zeug, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, da war so ein Stifteboxen. Ach, guckt eigentlich das Video, dann wisst ihr das genau. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf Juli 2019. Ich bin gespannt. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Mal gucken, was wir da haben. Das fühlt sich wie eine Figur an. Aber so eine viereckige Figur. Oder vielleicht ist es irgendwas anderes viereckiges. Wir schauen mal rein. Es ist... Das hatten wir doch schon mal. So ein Rick and Morty Puzzle mit 300 Teilen. Liebe spitzfindige Community, bitte schreibt mir doch unten in die Kommentare, wann wir schon mal dieses Rick and Morty Puzzle hatten. Das hatten wir 100% schon mal. Als ich das schon gesehen habe, dachte ich mir, das kommt ja irgendwie bekannt vor. Es kann natürlich sein, dass es nicht in der Loot Chest war, denn wir öffnen hier nicht nur die Loot Chest, von daher kann es auch sein, dass es eine in einer anderen Boxen war. So, ich mache mal ganz kurz auf, damit ihr seht, wie ein Puzzle aussieht. Ne? Das kann ja auch sein, heutzutage alles digital, Nintendo, Switch, iPhone und so weiter. Da puzzeln die Leute gar nicht mehr, haben die gar keine Zeit für. Ja? Die müssen irgendwo bei Coin Master nochmal eben ein Dorf angreifen oder sowas. Ja? Da haben die gar keine Zeit, hier so ein geiles Puzzle zu machen, und zwar hier mit Rick und mit Morty in dem UFO, wo die da über die Stadt fliegen. Ich habe immer noch nicht geschafft, weiter als die erste Folge zu gucken. Ich weiß, ihr empfehlt mir das immer alle, aber irgendwie keine Zeit. Ja? Der Tag müsste eigentlich 40 Stunden haben, damit man alles so irgendwie hinbekommt, wie man das ganz gerne möchte. Zweites Item, wieder irgendwie so eine Box, aber diesmal ist es, obwohl es ein bisschen schwerer ist, dürfte eine Popfigur sein. Das ist eine Popfigur. Mal gucken, ob ich recht habe. Nee, es ist keine Popfigur, sondern das ist doch ein Transformer, Bumblebee, aber das hatten wir noch nie in der Art und Weise, oder? Also so eine Box, beziehungsweise so eine Figur, die kommt mir sehr unbekannt vor. Super Deformed Figure, okay. Man könnte jeden Transformer bekommen. Ich kenne ehrlich gesagt nur Optimus Prime und Bumblebee. Obwohl ich als Kind echt unglaublich viele Transformers hatte und damit gespielt habe, haben mich die Filme so ein bisschen... desinteressiert irgendwie in meinem Erwachsenen-Dasein. Ich war zwar, als ich das einzige und erste Mal in Los Angeles war, in diesem Universal Studio, und da war ganz, ganz viel hier mit Transformers. Da war auch so ein Life-Size Bumblebee am Start, der da so getanzt hat und wo dann aus einem Autoradio tatsächlich dann auch Musik kam. Boah, das war so richtig geil von der Optik. Und das fand ich ganz cool, aber ansonsten die Filme, die sind mir wirklich zu viel zu viel Action. Ohne irgendeinen Kniff in der Story, das muss ja nicht immer super deep sein, aber zumindest so ein, eigentlich irgendwie ein bisschen was muss da sein, und dann hast du da noch so ein bisschen Liebesschnulze mit dabei, keine Ahnung, bisher das, was ich gesehen habe, fand ich halt nicht so geil. So, kann man damit was machen? Das stand doch irgendwie super deform oder sowas. Ach, ich glaube einfach nur, weil das so ein bisschen gummiartig ist, kann das sein? Warte mal, hab ich die Verpackung weggeschmissen? Nimmt mein Mikrofon eigentlich auf? Hallo? Test 1, 2? Ja, schlägt aus. Sehr gut. Okay, sehr professionell. Also wir haben Bumblebee bekommen. Ah, hier stehen die Namen. Optimus Prime, dann Autobot Squeaks, Hound und Megatron. Das ist der Bösewicht, das weiß ich noch. Na, hier steht Super Deformed Figure. Okay, einfach nur... Ich dachte am Anfang erst, man kann irgendwas damit tun, kann man aber nicht. Aber man kann sie sich angucken, sie sehen ganz cool aus. Und ist auf jeden Fall ein geiles Farbtheme wieder für Hintergründe, was Videos angeht. Da werde ich auf jeden Fall das ein oder andere mitmachen. So, ich zoome euch mal ran, damit ihr wirklich sehen könnt, wie detailreich das ist. Finde ich ganz geil. Also sieht ganz cool aus. Ja, auch das Gelb und so weiter. Das kommt alles irgendwie ganz gut rüber mit dem Silber etc. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Schön detailliert. Ne, hier sind die Reifen. Die sind ein bisschen unterdimensioniert, wenn ich das jetzt so mal maßstabsgetreu nachverfolgen kann. Aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus und ist auf jeden Fall mal was anderes als diese ewigen Popfiguren. Und ja, mittlerweile haben wir ja auch so ein bisschen repetitive andere Hersteller immer wieder in den Boxen drin. Aber das habe ich noch nie gesehen. Mal gucken, was es von diesen Deformed Figures sonst noch gibt. So gibt es, dass ich tatsächlich irgendwas vergessen habe. Ne? Ja, die sind einfach, die heißen nur Deformed wahrscheinlich irgendwie, weil es
Nee, wenn ich jetzt fester drücke, dann reiß ich den Kopf ab. Das will ich nicht. Die sind halt so ein bisschen flexibel, ne? So, nächstes Item. Liebe Boys and Girls. Was haben wir hier? Oh, edel. Pocket, ach guck mal, da steht sogar Premium Notebook. Ein kleines Notizheftchen, ja, im Zelda-Design. Das sieht wirklich ganz, ganz nett aus, ne? Hier mit dem Hyrule-Wappen und so weiter. Kann man machen. Da steht hier auf der Rückseite nicht wirklich viel. Sliden wir das mal so auf und ja, guck mal. Hübsch. Und auf jeder Seite ist nochmal hier unten irgendwie Prinzessin Zelda wohl abgebildet, ja. Das seht ihr hier unten, ne? Also sehr, sehr schön. Da kann man sich so ein paar kleine Notizen machen und wenn man die dann wiederfinden will, hat man hier noch so ein Lesezeichen beziehungsweise so ein Wiederfindbenzel, ne? Ich glaube, das ist der korrekte Ausdruck. Oder Wiederfindbenzel, so heißen die. Und natürlich dieses Emblem, das ist so leicht erhaben. Guck mal. Ja, das ist so... Da, jetzt hier sieht man es ganz gut, ne, dass das hier quasi wieder so ein bisschen rauskommt. Das fasst sich auch echt gut an. Ich rieche mal ganz kurz dran, ja? Kennt ihr das? Wenn irgendwas Premium ist, muss man immer dran riechen, um dann die Verifikation zu haben, dass es Premium ist. Warte. Nee, also ich glaube, echtes Leder ist es nicht. Aber ist ja gut. Ist Kunstleder, passt, sieht schön aus, sieht aus wie echtes Leder, ist schön weich. Guck mal hier, da kann man es auch ganz gut erkennen, ne? Wie sich das so ein bisschen verformt, wenn ich da drauf drücke. Sieht geil aus. Und hier nochmal etwas runter skaliert, dieses runde Siegel. Geil, schickes kleines Notebook, kann man auch immer gut dabei haben, ne? Wenn man sich mal was notieren möchte. Ganz analog, ohne Smartphone oder hier, was weiß ich, keine Ahnung was. So, warte. Nächstes Item, was ist das? Sieht aus, fühlt sich an wie ein Bilderrahmen. Fühlt sich wirklich an wie ein Bilderrahmen. Ist ein Bilderrahmen? Ja, ist ein Bilderrahmen. Oh, geil. Stranger Things 3. Und dann ist das so ein super 3D-Bild. Da jetzt noch dieses glossy, shiny Folien-Ding darüber ist, schneide ich das einmal ganz kurz auf. Boah, das Unboxing-Messer wird auch immer stumpfer. Ich muss es mal schärfen. So, und zwar haben wir hier einen Rahmen, ja, mit verschiedenen Stabilisierungen, damit die Pappe hier drin hält. Es ist ein bisschen staubig, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ja, wahrscheinlich, weil das in dieser Parallel... Das ist glaube ich, ein bisschen Holzabrieb oder sowas. Und wieder dran riechen. Es riecht nach so ein bisschen Span, ne? Also ein bisschen holzig. Naja, auf jeden Fall kann man das einmal kurz wegmachen, dann kann man das hier dran aufhängen. Und auf der Rückseite, ich glaube, den Effekt sieht man ganz gut. Ja, das ist so ein Bild. So ein Bild ist das. Ja, wo sich die so ein bisschen bewegen und es ist sehr, sehr dreidimensional. Ihr seht, wie Elfie jetzt gerade rüber guckt und dann wieder zu uns, beziehungsweise in eine andere Richtung. Ich glaube, auf der Kamera kann man es gerade echt gut einfangen. Auch das Feuerwerk ändert sich und so weiter und so fort. Es wird mir schlecht, wenn ich auf Kamera und auf das Echte gucke, weil es ist ein bisschen weird. Auf jeden Fall hier unten sieht das auch nochmal so super dreidimensional aus, dass ich hier unten quasi das, ist glaube ich der Mindflayer hier unten, also es sollen so ein bisschen die Füße darstellen, dass sich das auch so hinter und vor das Logo schiebt. Ist insgesamt ein richtig geiles Bild, kann man sich gut irgendwo hinhängen, das ist in echt auf jeden Fall besser. Es sieht krasser aus als jedes Bild, was ich schon mal so hatte. Ich hatte schon mal eins, warte mal, ganz kurzen Augenblick, ich bin sofort wieder da, liebe Freunde, ihr kennt das Spiel. Moment. Wieder da, weil kurz. Ja, ist ja gut. So. Und zwar hatten wir mal in irgendeiner Box dieses Zelda hier drin. Das ist quasi derselbe Effekt, aber die Tiefe kommt nicht so krass rüber wie bei dem, finde ich. Ja, also das finde ich, dass die Tiefe hier bei diesem hier, guck mal, man kann quasi richtig hinter Elfie gucken und also nicht, dass sich es ändert, sondern so innerhalb dieser Bilder. Das sieht schon krass aus. Mpox entdeckt 3D. Ist auch nicht schlecht, ne? Sind beide cool, aber Stranger Things gefällt mir von der Technik her schon noch ein bisschen besser. Auch wenn ich die dritte Staffel, und das ist immer eine ganz persönliche Geschichte, also bitte nicht ragen oder so in den Kommentaren, echt schlecht fand. Also die ersten drei Folgen gingen überhaupt gar nicht. Da bin ich wirklich fast hinten übergekippt und hab mir wirklich gedacht, was haben die bitte mit dieser Serie gemacht? Ich verstehe, dass die alle älter geworden sind und dass man die Geschichte weitererzählen muss. Aber der ganze Flair, der vor allem der ersten Staffel, wo das alles so ein bisschen mysteriös war und man wusste gar nicht so genau, was das jetzt eigentlich alles ist. Und dieses ganze Mystische, genau das ist das richtige Wort, dieses Mystische, das fehlte in der dritten Staffel für mich komplett. Das war eine Mischung aus
absolut katastrophaler und richtig, richtig ätzender Liebesschnulze. Also nicht nur die beiden, sondern alle hatten irgendwas. Ja? Also das heißt, jeder, der in dieser Serie mitspielte, hatte irgendwas. Außer der eine, der immer Dungeons & Dragons spielen wollte. Der nicht, der war mir sympathisch, aber alle anderen, selbst die, Beziehung mit Hopper, mit dem Polizisten, oh, dieser Hopper wurde auch so degradiert von seinem Charakter, das war einfach nur noch so eine lächerliche Figur seiner selbst, irgendwie, den konnte ich gar nicht mehr ernst nehmen, also so wie der gespielt hat, das war ganz, ganz schrecklich. Und wofür eigentlich, warum ist er dann mit Winona Ryder irgendwie da so ein bisschen ins Techtelmechtel gekommen und sie hat ihn sitzen lassen und so weiter, das hat überhaupt nichts nach vorne getrieben, ja, außer dass sie vielleicht ein bisschen Gefühle füreinander hatten und das Ende vielleicht so ein bisschen krasser dadurch, ich weiß es nicht. Also insgesamt die ersten drei Folgen absolut schrecklich, muss ich wirklich so sagen. Danach ging es ein bisschen besser weiter, die Bilder waren natürlich fantastisch, der Soundtrack war mega, ja, also es war wirklich alles richtig toll, aber es hat nicht die Fahrt aufgenommen, die ich mir gewünscht habe, dass es die aufnimmt, ne? Also es war alles teilweise so sehr konstruiert und ein bisschen sehr kitschig und auch vorhersehbar hier und da und kein cooler Kniff irgendwie da drin. Also die dritte Staffel, da war ich wirklich enttäuscht, weil ich ein extremer Fan der ersten war. Ich habe die erste auch zweimal gesehen. Hör mir den Soundtrack. Also dieser Soundtrack von Stranger Things 1 hat teilweise meine Reviews beeinflusst, was für Musik ich verwende. Ich habe hier so Synthie-80er-Sound habe ich teilweise in meinen Videos drin. Müsste man darauf achten. Alles immer so angelehnt, dass es so ähnlich klingt wie Stranger Things. Ich würde unglaublich gerne diesen Soundtrack nehmen, weil der ist natürlich geschützt. Deswegen muss ich mir da immer irgendwas Lizenziertes suchen. Egal. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, wie ihr Stranger Things 3 so gefunden habt. Ja, ob ihr das cool fandet oder eher nicht so, würde mich mal interessieren. Man hat ja öfter gelesen, dass die ersten drei Folgen von vielen nicht so gefeiert wurden, aber die meisten haben dann die danach gefeiert. Ich persönlich auch nicht so. Auch das Ende so, oh, warum steht der da jetzt? Ja, also keine Ahnung. Der steht doch dann nur, weil eben das passiert, was passiert. Und ey, das können die echt besser. Ja, also dieses Jahr mit Game of Thrones Staffel 8 und dann auch jetzt noch Stranger Things 3, das ist irgendwie nicht mein Jahr. Ich habe Subura geguckt mit Spadino und Samurai. Wurde mir empfohlen von einer meiner Cousins. Fand ich mega. Das war zwar super simpel von uns, aber wir wollen jetzt keinen Serienpodcast hier draus machen. Entschuldigung. Wir machen hier direkt weiter. T-Shirt. Ey, T-Shirt ist Lootchest ja immer geil, ne? Ich glaube, auch hier sind sie geil. Ich glaube, das können die gar nicht schlecht machen. Jau, ja geil. Geil. 80er Jahre Arcades. Hier schön mit einem Joystick und hier so eine Arcade-Maschine. Asteroids hier im Hintergrund, ne? Und ein paar UFOs und so weiter und Monster vorne drauf. Richtig nice. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist, dass das Logo in Relation zu klein ist. Das, also was heißt das Logo, das Motiv. Das Motiv hier hätte ich mir ungefähr um 130% skaliert gewünscht. Ja, also dann sieht es auf jeden Fall besser aus, weil so sieht es wirklich aus wie, ich habe ein cooles Motiv gehabt und das habe ich mir irgendwie bei Kalles T-Shirt-Druckerei vorne drauf machen lassen. Wenn das aber wirklich über die ganze Front geht, dann sieht das irgendwie immer geiler aus. Ja? Man sieht hier, Lootchest macht jetzt irgendwie ihr eigenes Ding, schicken mir immer noch XL. Und ich hoffe nicht, dass das ein Step Back ist, ja, weil wenn die können das halt nicht so krass machen, wie die wirklich nur T-Shirts machen, ne? Wenn die jetzt da irgendwie so eine T-Shirts-Abteilung haben, dann kriegen die das Motiv geil, aber insgesamt die anderen waren besser, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Finish her. Und schwarz, ja, also schwarz, klar, die meisten mögen schwarz, klischee-mäßig, aber Farbe ist ganz cool. Was habe ich momentan an? Hier, was Grünes. Ja. Muss ja nicht immer so super knallig sein. Kann ja so ganz seichte Farbe sein. Ich glaube, da ist keiner böse drum. So, was haben wir hier? Was zum Teufel ist das? Das ist flüssig, was da drin ist. Das ist irgendwas Flüssiges. Pencil Jelly. What? Sweet? Stift? Süßigkeit? Hä? Keine Ahnung. Muss ich mir gleich mal reinziehen. Ich habe noch Bock auf irgendwas, was mir den Magen zerstört heute Abend. Bisher nur Gesundes gegessen, irgendwie Paprika mit Füllung und so weiter. Da muss jetzt mal so ein Ding auch nochmal rein. Mal gucken, damit ich den Pegel halten kann. So, hier ist nichts mehr drin. Ein Schnelldurchlauf, ganz kurz das. Wir wussten ja alles. Ne, hier, bla und so weiter. Genau, da haben wir das T-Shirt. Stranger Things 3D-Bild fand ich am besten, auch wenn ich die Serie nicht gut fand, aber das heißt ja nichts. Cyberman, kleines Poster haben wir hier drin, was man immer schön sich einrahmen kann, ist jetzt bei Lootchest dabei. Puzzle hatten wir, Notizblock hatten wir. Ja, diese Pencil Jelly, also das heißt einfach nur Jelly in Form eines Stiftes. Und hier hätte man im
Plus-Item, was ja unser Transformer war, hätte man Optimus Prime oder eben Bumblebee bekommen können. Bumblebee ist auf jeden Fall die bessere Wahl, denn gelb sieht im Hintergrund, was Videos angeht, immer geil aus. Deswegen habe ich schon wieder eine neue Requisite. Das war Loot Chest aus Juli 2019. Wenn ihr Juni schauen wollt, klickt den zweiten Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr diese Box selber mal abonnieren wollt, dann klickt den ersten Link in der Beschreibung. Ich bin draußen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Nee, nicht tschüss. Peace.